Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute probieren wir einen Cooley Whisky, also den Connemara aus der Cooley Brennerei. Mhm. 12 Jahre alter. Und das ist was Besonderes, weil der normale Connemara hat nur 10 Jahre alter. Und diesen Whisky habe ich als den besten aus 25 Jahren geratet, weil er ja aus Irland ist und einer der ganz wenigen rauchigen ist und einer der ganz wenigen ist, der ein höheres Alter hat. Mhm. Das sind herausragende Eckpunkte für diesen Whisky. Und ja, Cooley habe ich schon besichtigt, du auch? Ja, genau. Ja, ich war 16, habe mich nicht so dafür interessiert. Vielleicht, ich weiß nicht, wann das Ankündigungsvideo kommt. Ich glaube, es kommt davor, habe ich letzte Woche schon erzählt. Ich kann mich so aber schwer daran erinnern. Du hast dich schon daran erinnert. Ich weiß, dass wir sind reingefahren und haben sie uns begrüßt und dann stand da irgendwie so eine Picknickbank da und haben sie gesagt, 30 Flaschen aufgestellt. So, wollt ihr gleich mal probieren? Morgens um 8 oder 9. So, und Connemara muss man jetzt dazu sagen, das war ganz früher, war das eine Wodka-Brennerei. Die haben Kartoffelschnaps, also wirklich Kartoffeln, nicht Getreidewodka, sondern Kartoffeln hergestellt. Dann haben sie es umgewandelt in eine Fabrik für pharmazeutischen Alkohol, also sehr hochdestilliert, darum stehen dort auch Säulendestillationskolonnen. Und dann hat die einer Teeling übernommen und hat die aufgebaut als Malt Whisky und Grain Whisky Brenner. Er hat die Brennblasen und die Säulendestillationsanlagen hat er für Whiskyproduktion verwendet, hat zusätzlich Potstills aufgestellt, hat einen Malt Whisky mitgemacht und hat damit ja die dritte Whiskybrennerei nach der ganz großen Krise der irischen Whiskybrennereien wieder eröffnet. Es gab zum Schluss nur noch zwei und er hat dann die dritte wieder eröffnet. Er liegt im Norden der Republik Irland, direkt an der Grenze zu Nordirland und dann östlich sehr dicht am Wasser. Mhm. Und die Brennerei ist eigentlich sehr schön beieinander und ganz toll. Und dann hat es er geschafft, er wollte erst die Brennerei an die Börse bringen. Mhm. Dann kam die Finanzkrise, hat nicht geklappt. Mhm. Und dann wurde er von Beam Suntory übernommen. Mhm. Und ich glaube, wenn du es jetzt beschrieben hast, wo es ist, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wo wir da gewesen sind, da gibt es aber noch eine Lagerhalle von Teeling in der Nähe. Und die ist bei der Familie Teeling geblieben. Und die zwei Söhne sind es, glaube ich, ne? Die das haben hast du ja die Teeling-Brennerei in Dublin dann eröffnet. Aber heute geht es um Connemara. Genau. Eine der ganz wenigen Rauchigen, eine der ganz wenigen, die 12 Jahre alte haben. Mhm. So, und dann schreiben sie hier natürlich vorne drauf. Warte mal, wie rauchig ist der denn? Heftig. Heftig, hier so. Das ist der letzte heute. Eiler, achso, das ist der letzte heute. Eiler-mäßig. Ja, wir werden aber in Zukunft, in nächster Zeit, werden wir dann noch mehr der Kool-Aid-Brennerei probieren, weil ja 26. Live-Tasting auf whisky.de/live werden wir 2019, alle, wenn Sie das 2019. Video später sehen. Und da werden wir, glaube ich, was ist es? Ich glaube, zwei Connemara und ein Kilbeggan und ein Tyrconnell. Ja. So ist es, ja. Tyrconnell. Genau. Da drüben steht er eigentlich. Ja, genau. So, und hier machen Sie jetzt Reklame mit der Kilbeggan Distillery, 1757. Wow. Allerdings haben Sie die dann erst später wieder eröffnet. Die stand da schlafend rum und haben da ganz kleine Brennblasen reingestellt, haben vor allem diese Kilbeggan-Brennerei für die Lagerung von Whiskyfässern verwendet. Mhm. Und das ist also jetzt aus der Cooley-Brennerei und die würde ich mal so, wenn man sagt, wann hat er so umgebaut und das ist jetzt ein Single Malt, wann hat er die Potstills aufgestellt, da würde ich da mal so auf 89, 90 oder so wäre der Gründungsdatum von dieser Brennerei. Achso. Ja. So, aber man schaut natürlich vom Marketing gibt, aus. Es gibt noch einen 22er. Jahre alten? Ja, boah. Das heißt, wenn wir jetzt 2019 haben, ich glaube, den gibt es aber schon seit Anfang 2019, also wenn wir 2018 rechnen, dann müsste er 1998 irgendwann aufgemacht haben. Wenn der 22er älteste wäre. Sagen wir mal, übrig behalten haben, ne? Nicht aufgemacht. Achso, du meinst, es ist dann von dem davor? Drüben steht er sogar. Das machen wir nicht. So. Jetzt bin ich völlig von den Socken. Der ist nämlich lange nicht so rauchig, wie ich den über den normalen Connemara ohne Altersangabe in Erinnerung habe. Lange nicht so rauchig.
ja, leicht kühlend, ist aber der Rauch, weil er hat nur 40 Volumenprozente. Und der Rauch ist jetzt nicht diese total stinkige, sondern aus meiner Sicht so schon ein gutes Stück rüber Richtung Lagerfeuer. Aber im Hintergrund hat er schon noch so seine phenolige Note. Mhm. Also er ist rauchig, definitiv. Aber stark rauchig, würde ich jetzt mal vom Geruch her sagen, nee. Genau. Aber ich kenne es von einigen rauchigen Whiskys, die so auch so frisch sind und so diese leichte Rauchigkeit haben. Und dann merkst du im Geschmack auf einmal, oh mein Gott, wie geht der denn ab? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der... Je länger ich rieche, umso rauchiger wird er. Mhm. Aber wenn ich jetzt so sagen sollte, 20, 25 ppm. Oh, 20 bei mir. Also ja, gerade so. Wobei der normale Connemara ohne Altersangabe, der hat 30, 35. Ne? Oh, okay. Also der ist deutlich drüber. Also hier scheint es, oder ist anscheinend, nimmt die Rauchigkeit mit der längeren Lagerung ab, weil ja im Prinzip das aus denselben Art Fässern. Kann aber auch sein, dass er einfach sich nur den Rauch in der Nase ein bisschen versteckt und wir haben es voll im Geschmack drin. Gut. Schauen wir mal. Ja, cheers. Cheers. Mhm. Im Mund schön weich und rund, leichte Frucht kommt durch und der Rauch beschlägt, belegt die Zunge. Da ist der Rauch jetzt dann ganz deutlich da. Aber auch wenn man es runtergeschluckt hat, wenn man den Whisky runtergeschluckt hat, kommt ja normalerweise dann so eine Rauchnote von hinten raus und verbindet sich mit dem Vorderen, was man riecht und so. Er wird nicht so viel stärker. Im Geschmack ist der Rauch sehr deutlich auf der Zunge, belegend. Aber ihn jetzt als super rauchigen Whisky zu bezeichnen, das sehe ich so nicht. Da habe ich ein bisschen größeres Stückchen gehabt. jetzt, wenn man runtergeschluckt hat, jetzt kommt der Rauch sauber. Er ist so schon der typische Ire. So ein schöner, milder, leicht runder Geschmack. Ein bisschen zarter im Geschmack, nicht so ein riesig intensiver. Bei so einem Rauch. Der kommt jetzt richtig gut rein. Also der Rauch hat schon... Im Geschmack habe ich eine deutliche Fruchtnote und auch erst im Abgang belegt er sich. Und jetzt kriege ich auch hinterher noch eine Würze. Jetzt kommt die Eichenwürze noch hinterher. Mhm. Connemara hat mich immer gewundert. Ich habe das gegoogelt. Ich bin selten in Irland, nächste Woche wieder, aber ich bin selten in Irland gewesen und habe vor allem noch nicht die große Touri-Tour gemacht, aber jetzt will ich die Touri-Tour machen. Und da habe ich geguckt, wo Connemara ist. Das ist praktisch auf der anderen Seite der Insel. Ne? Es ist drüben im Westen. Und warum? Ach, es gibt einen Ort, der Connemara heißt? Ist eher eine Region und mit Nationalpark oder zumindest mal Naturpark und sehr schöne Optik und so. Und weil die Touristen das kennen, haben sie den wohl Connemara genannt. Mhm, aber also, sich hier, gleich mal ein Trademark dafür gegeben. Jo. Jo, also ein wunderschön runder, ausgewogener irischer Whisky, einer der wenigen mit einer ausgeprägten Rauchnote, auch wenn ich ihn weitaus rauchiger in Erinnerung habe. Also ich bin verblüfft, wie rauchig der ist. Ja, so in der Nase aber nicht. Ne? Ja, aber du hast vielleicht recht. Also ich würde schon sagen, also wir werden es am 26. werden wir es schmecken. Da haben wir, glaube ich, einen Connemara. Und was ist denn der dritte eigentlich? Ist es noch ein Connemara Single Grain oder ist das ein... Ja, genau. Nee, Kilbeggan Single Grain. Kilbeggan Single Grain. Okay, aber wir werden den normalen Connemara werden wir auch probieren. Und da werden wir sehen, wie viel der Rauch drin ist. Also da bin ich echt gespannt. Kauft auch vielleicht nochmal das Mini-Pack dazu. Es macht echt Spaß, wenn man vor der Kamera sitzt. Und für euch auch hinter der Kamera, glaube ich, macht es auch um einiges mehr Spaß. Geht's bei uns im Shop unter live, einfach live eintippen. Whisky.de. Achso, da gibt es ganz viele. Da müsst ihr ein bisschen suchen, weil wir haben mehrere Live-Tasting-Sets mittlerweile. Ja. Aber live Kool-Aid und dann findet ihr es. Okay. Gut, ja, hast du sonst noch was? Ne, das war's. Ja, Connemara gibt es natürlich bei uns auch im Shop zu kaufen. Guckt einfach mal auf whisky.de. im Shop vorbei und sucht euch mal den Connemara 12. Vielleicht ist das ja auch was für euch. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.